Als Architekt in New York zu leben, ist großartig. Ich werde sicher noch viele Projekte bauen, aber dieses wird ein ganz besonderes sein in meiner Karriere. In Singapur braucht ihr uns gar nicht fragen, ob wir in die Höhe bauen. Die Frage ist nur, wie wir in die Höhe bauen. Manhattan in New York. Eine der bevölkerungsreichsten Stadtregionen der Erde. Weltweite Hauptstadt der Wolkenkratzer. Fast 6000 Hochhäuser auf engstem Raum. Ein Vorbild für die Stadt der Zukunft? Verdichtetes Leben für immer mehr Menschen, noch höheren Energieverbrauch? Wie kann das Leben in Großstädten verbessert werden? Das beschäftigt Soziologen, Stadtplaner und Architekten. Ich heiße Blake Kurasek und bin Architekt in New York City. Ich habe studiert an der Universität von Illinois, lebe jetzt mehr als 3 Jahre hier. Ich mag New York City wegen seiner Energie, wegen der Menschen und dem Stadtleben. Weil auf Manhattan alles so dicht gedrängt ist, wachsen die Gebäude in die Höhe. Schon als Kind war ich fasziniert von Wolkenkratzern. Und wenn man selber hochbauen will, ist Manhattan einfach der idealste Ort dafür. Für Architekten gibt es viel zu tun in New York. Der große Bestand an Altbauten muss renoviert werden. Am Um- und Neubau von klimaschonenden Hochhäusern geht ökonomisch und ökologisch kein Weg vorbei. Blake Kurasek präsentiert seinen radikal anderen, ja revolutionären Entwurf eines Wolkenkratzers. Ein Hochhaus ausschließlich für den Anbau von Lebensmitteln. Und das mitten in der Stadt. Ich war eigentlich immer schon interessiert an Landwirtschaft, wollte viel draußen sein. Ich fand die Idee interessant, das zu integrieren in Entwürfe für Hochhäuser. Für mich ist es eine perfekte Verbindung, Landwirtschaft und Architektur. A perfect marriage of both agriculture and architecture. Entworfen hat er eine Art Öko-Tower, eine Synthese technischen Fortschritts und der Natur. 120 Stockwerke hoch soll er werden. Vertikale Landwirtschaft ist im Grunde zweckmäßiger als die rein horizontale. Aus dem gleichen Grund, warum wir Hochhäuser zum Wohnen und Arbeiten bauen, könnte man auch Landwirtschaft in Hochhäusern betreiben. So verbraucht man viel weniger Raum am Boden und kann die Fläche effizienter nutzen. Auf dem Weg zum symbolträchtigsten Wolkenkratzer der westlichen Welt an der Südspitze Manhattans. Blake Kurasek ist verabredet. Und zwar mit dem Geschäftsführer eines deutschen Unternehmens. Die Pol GmbH produziert einen wichtigen Teil der gläsernen Fassade, die markanten Elemente aus Edelstahl. Für Udo Klages der prominenteste und anspruchsvollste Auftrag als Zulieferer. Wir wussten von vornherein, wie das Konzept dieser Fassadenbleche aussehen sollte. Aber dabei kommen jetzt natürlich die technischen Elemente in Betracht, die man berücksichtigen muss, um so ein Produkt zu erzielen. Die statischen Elemente, die Aussteifung, die Planebenheit, die Gleichmäßigkeit der Oberfläche. Dafür gibt es ein spezielles Know-how, das haben wir in Deutschland. Und von daher hat man uns einfach den Zuschlag gegeben, wo eben wirklich Qualität im Vordergrund stand, nicht der Preis. Der neue Büroturm des World Trade Centers prägt die Skyline und wird auf lange Zeit der höchste Wolkenkratzer der USA bleiben. Neben seinem spektakulären Design ist er zugleich eines der energiesparendsten Hochhäuser seiner Klasse. An der Einfahrt zum Panama-Kanal, der Verbindung zwischen Pazifik und Atlantik, liegt die Hauptstadt des Landes. Ihm verdankt Panama City einen einzigartigen wirtschaftlichen Aufschwung. Die rasant wachsende Metropole kann kaum Schritt halten mit der Entwicklung. Die alte Kolonialstadt genügte längst nicht mehr den Ansprüchen der modernen Zivilisation. So entstehen in der Metropole Panamas inzwischen die meisten und höchsten Wolkenkratzer Latein- und Zentralamerikas.
Gebaut nach amerikanischen Vorbildern, ohne Rücksicht auf Tradition und Klima. Das soll sich nun ändern. Deshalb engagiert sich der Architekt Gustavo Arango in einer Wirtschaftsinitiative für ein ökologisches Umdenken. Wegen der besonderen Ausgangslage in Panama sieht er jedoch keine Alternative zum Neubau weiterer Hochhäuser. Hola Carla, ¿cómo estás? Bienvenido, Gustavo. Gracias. Er und seine Mitstreiterin, die Immobilienmaklerin Carla Lopez, bemerken, wie sich in Panama allmählich ein Bewusstsein für den Umweltschutz entwickelt. Sí, 90% de los edificios altos. 90% der Hochhäuser in Panama sind Wohnungen. Die restlichen 10% sind Büros und Hotels. Der Grund? Raum zum Bauen in der Stadt war und ist sehr begrenzt. Das hat auch Vorteile. Ein Hochhaus kann auf kleinstem Raum viele Wohnungen konzentrieren. Der Staat muss nicht so viel in Infrastruktur wie neue Straßen, Elektrizität oder auch Wasser investieren. Das alles macht den Bau von Hochhäusern am Ende effizienter und prinzipiell sogar nachhaltiger. Die Bürotürme von Banken und Konzernen mit ihren Glasfassaden verbrauchen viel Energie für die Luftkühlung, vor allem im tropischen Klima Panamas. Versiegelte Gebäude ohne Bezug zur Außenwelt, abstrakte Bauten, ästhetisch überraschende Formen, aber kaum ein Kompromiss in Richtung Umweltschutz. Gegen den Trend des noch höher, noch spektakulärer wählt eines der finanzstärksten Unternehmen der Stadt, die Gruppe Morgan & Morgan, einen anderen Weg. Sie investiert in ein ökologisches Vorzeigeprojekt. In diesem Architekturbüro nebenan wird ein neuer Büroturm entworfen. Eduardo Quintero hat in Miami studiert, für einen amerikanischen Star-Architekten gearbeitet. Das Angebot, ein möglichst umweltgerechtes Hochhaus zu bauen, das konnten er und seine Frau, die Innenarchitektin Anna Maria, nicht ausschlagen. Wir von Forza Creativa empfinden die grüne Idee geradezu als unsere Verpflichtung. Wir wollen nachhaltig bauen. Wir finden, es ist ein wesentlicher Teil der Architektur. Bei diesem Projekt trafen sich glücklicherweise meine Vorstellungen mit denen des Kunden. Wir mussten ihn also gar nicht erst davon überzeugen. Das war eine große Erleichterung. Für mich ist es sehr schön zu sehen, wie dieses Bauwerk das Niveau der Architektur in Panama hebt und auf diese Weise mehr Rücksicht auf die Umwelt genommen wird. Das ist doch ein großer Erfolg. Juan Felipe de la Iglesia kommt vorbei, um die nächsten Bauschritte zu besprechen. Er ist der Projektleiter des Auftraggebers Morgan & Morgan. Sein Unternehmen nimmt in Kauf, dass dieses Vorzeigeprojekt gut 10% mehr kostet als ein konventioneller Bau. Aber der Prestigegewinn bei ihren internationalen Kunden ist es ihnen, vor allem wegen der Umweltidee, mehr als wert. In New York entwickelt sich eine ganz andere grüne Erfolgsgeschichte. Der Architekt Blake Korasek ist eingeladen, eine sogenannte Dachfarm zu besuchen. Ländliche Idylle hoch oben auf einem mehrstöckigen alten Industriegebäude. Und Städter, die freiwillig im Ökogarten helfen. Blake Krusek, der eigentlich eine vertikale Farm plant, sieht darin grundsätzlich die gleiche Idee von Landwirtschaft in der Stadt. Von der Betreiberin Anastasia Cole-Plakias lässt er sich das Projekt erklären. Was baut ihr an und wem verkauft ihr das? Wir stehen auf einem Acker von ca. 12.000 Quadratmetern. Etwas mehr als einem Hektar. Wir produzieren hier im Jahr bis zu 10 Tonnen Salate und Gemüse. Die verkaufen wir auf Märkten. Es sind zum Teil ungewöhnliche Sorten, die gerne von Restaurants genommen werden, aber auch solche, die ganz normale Familien gerne auf ihrem Speiseplan haben. Die Stadt New York bietet genügend Platz auf ihren vielen Dächern und die Stadtverwaltung subventioniert inzwischen solche Projekte.
Wir benutzen weder chemischen Dünger noch Pestizide. Wir fördern eine Art natürliches Ökosystem, frei von Zusätzen, selbsterhaltend und absolut gesund. Begrünte Dächer senken die CO2-Emissionen, die erhöhte Temperatur der Stadtluft im Sommer und sie nutzen das Regenwasser. Wir wollen ökologische Landwirtschaft in der Stadt als eigenständigen Erwerbszweig etablieren. Dachfarmen werden ein wesentlicher Teil der städtischen Zukunft sein, auch wenn es den Anbau auf dem Land nie vollständig ersetzen kann. Genau da setzt Blake Korasek an. Seine Idee eines Gewächshochhauses könnte einen Teil der Versorgung mit landwirtschaftlichen Produkten in Städten wie New York übernehmen. Vertikale Landwirtschaft wird spätestens dann realisiert, wenn der Betrieb in der Stadt sich wirtschaftlich lohnt, wenn die Energiepreise weiter so steigen und die Kosten für die Lebensmittelproduktion. Dann wird es ökonomisch sinnvoll, ein Hochhaus nur dafür zu bauen, um darin Landwirtschaft zu betreiben. Es kann definitiv eine Lösung für Manhattan sein, obwohl die Preise für Grundstücke gerade hier so hoch sind. Aber hier leben die meisten Menschen. Es wäre ein perfekter Ort für eine vertikale Farm. Ein solcher Eco-Tower könnte so viel Lebensmittel liefern wie 1000 Hektar Ackerland. Farmen in Hochhäusern, Dachfarmen und auch Fischzucht innerhalb der Stadt, all dies sind wichtige Teile eines großen Gesamtbildes. Wie gestalten wir eine lebenswerte, nachhaltige Zukunft in den Städten des 21. Jahrhunderts? So könnte es in Zukunft auch aussehen. Eine Vision des belgischen Architekten Vincent Callebaut. Bis zu 600 Meter hoch ragt sie in den Himmel, gleicht eher einem autarken Lebens- und Ökosystem, erbaut auf einer Insel im East River. Die Architektur wird sich ohnehin verändern. Höher, auf jeden Fall, so Experten. Biologisierte Formen schaffen eine neue Verbindung von Mensch und Natur in der Stadt. In Asien wachsen die Megacities von morgen. Und damit auch der Bedarf an Hochhäusern. Dem Stadtstaat Singapur bleibt innerhalb seiner begrenzten Landfläche gar nichts anderes übrig, als verstärkt in die Höhe zu bauen. Verdichtung ist die einzige Lösung. Singapur, einer der größten Handelshäfen der Welt, boomt. Immer mehr internationale Unternehmen ziehen neue Arbeitskräfte in die Stadt. Dabei will Singapur die grünste Metropole Asiens bleiben. Das heißt, kein Busch oder Baum darf Bauland geopfert werden. Shirin Taras, die deutsche Architektin des renommierten Büros Woha in Singapur, unterwegs auf einem Projekt des öffentlichen Wohnungsbaus. Die Auflage? Möglichst viel Wohnraum, kostengünstig im Bau und Unterhalt, vor allem umweltschonend. Das Konzept ist unkonventionell und absolut innovativ. Der klassische Hochhausbau, wie er einfach im Westen entwickelt worden ist, ist in einem ganz anderen Klima entworfen. Und das funktioniert in den Tropen überhaupt nicht. Diese kompakten Baukörper sind klimatisch für uns hier in Singapur nicht attraktiv. Wir versuchen, eine neue Form des Hochhauses zu entwickeln, die wesentlich aufgelockerter ist, poröser, die Luft mehr durchlässt und die hier viel mehr mit dem Klima arbeitet. Was wir versuchen, ist, dass wir die Gebäude nachhaltiger bauen wollen, es ermöglichen wollen, so gut es geht, ohne Klimaanlage zu leben in diesen Hochhäusern. Dass wir als Aspekt dieser Nachhaltigkeit auch das Grün viel stärker mit einbeziehen in unsere Planung. Also hier in diesem Projekt beispielsweise übersetzt sich das in Sky Streets und Sky Gardens, wie wir sie nennen. Also Elemente aus der Stadtplanung, die wir aber in die Höhe stapeln. Die Architekten greifen dabei auf Erfahrungen bei einem früheren Hochhaus zurück, den Newton Suites. Es ist international längst ein Vorzeigeobjekt. Wichtige Elemente sind Wasser und begrünte Gemeinschaftsflächen, ausladende Balkone und die Fassadengestaltung.
Durch die zusätzlichen Grünflächen am Gebäude ersetzt man weit mehr, als durch den Bau am Boden verloren ging. Nur weil man verdichtet wohnt, heißt das ja noch lange nicht, dass man deswegen nicht auch grün wohnen möchte. Und mit diesen Sky Gardens schaffen wir es eben auch im Hochhaus, also noch auf höheren Etagen, immer noch einen Bezug zum Außenraum zu haben und Freiflächen zu haben, die man mit nutzen kann. So hat jede Wohnung einen kleinen Vorgarten, selbst hoch oben in der 36. Etage. Die Bewohner wissen das sehr zu schätzen. Hier haben wir also beispielsweise eine 100 Meter hohe Grünwand, die also tatsächlich sich ganz vom Erdgeschoss bis in die oberste Etage hindurchzieht. Das sind alles ganz low-tech entwickelte Maßnahmen. Also diese Grünwand beispielsweise sind einfach nur Pflanztröge, in denen dann Kletterpflanzen wachsen. Ist nichts, was besonders viel Pflege bedarf oder besonders kompliziert wäre. Prinzipiell ist es wichtig, im tropischen Hochhausbau die Fassaden zu verschatten. Die meisten solaren Wärmegewinne sind in der Fassade, nicht im Dach. Das heißt, die Fassade muss auf Teufel komm raus verschattet werden. In Newton sind das Streckmetallelemente horizontal und vertikal angebracht an der Fassade, die das Sonnenlicht abhalten, gleichzeitig aber auch für den Bewohner immer noch einen Durchblick ermöglichen. Beim Thema Umweltschutz würde Panama gern eine Vorreiterrolle in Lateinamerika übernehmen. Aber anders als in Singapur lenkt der Staat hier nicht zentral den Bausektor. Frühmorgens unterwegs auf die andere Seite der Bucht von Panama City. Eduardo Quintero und Juan Felipe de la Iglesia fahren zur Baustelle des neuen MMG Towers. Hier entsteht ein großzügig angelegter neuer Teil der Stadt. Mit viel Platz und Parkflächen zwischen den Gebäuden. Der neue Tower wird deutlich weniger Energie im Betrieb verbrauchen. Das Dach wird teils begrünt, eine Solaranlage Strom erzeugen. Viel Tageslicht und möglichst natürliche Belüftung sorgen für eine angenehme Arbeitsatmosphäre. Zum ersten Mal wird in Panama ein Hochhaus nicht aus Stahlbeton, sondern vorwiegend durch ein Stahlgerüst hochgezogen. So kann schneller, höher und materialschonender gebaut werden. Außerdem entstehen große Räume ohne Stützen, die den Blick verstellen. Der Auftraggeber hat sich frühzeitig das Grundstück in dieser Lage gesichert. Wie der Projektleiter erzählt, habe vor wenigen Jahren niemand darüber nachgedacht, wie wertvoll es einmal sein könnte. Das Projekt entstand ja aus dem Bedürfnis von Morgan & Morgan nach einem neuen Bürotower. Das Unternehmen wollte von Beginn an ein grünes, ein nachhaltiges Gebäude bauen. Damit wollte man als größte Anwaltskanzlei Zentralamerikas mehr soziale Verantwortung für die Umwelt beweisen. Das Unternehmen will Vorbild für ihren Schutz sein. Deshalb haben wir uns sehr angestrengt, um sogar das amerikanische Umweltsiegel LEED Gold zu bekommen. Das ist auch einer der Gründe, warum wir uns für die hier nicht übliche Methode des Stahlbaus entschieden haben. Ungefähr 85% des Stahls stammt aus Recycling und bleibt wiederverwertbar. Hier fehlt jetzt nur noch die feuersichere Beschichtung. Nicht nur das Material und der Bau sind entscheidend für das Umweltzertifikat, sondern vor allem der nachweislich sparsame Energieverbrauch des Gebäudes im späteren Unterhalt. Eduardo Quintero erklärt einige wichtige Besonderheiten. Hier werden gerade ganz besondere Aufzüge eingebaut. Es handelt sich um eine Technologie, die besonders effizient gesteuert wird und verhältnismäßig wenig Strom braucht. Diese Aufzüge von der Firma Otis speichern sogar die Bremsenergie.
Zusätzlich ist es wichtig, alle Fassadenelemente gut zu isolieren. Auch das Fensterglas lässt gar nicht erst zu, dass die Hitze in das Innere gelangt. In Panama ist das sehr wichtig, da wir wegen der geografischen Lage eine sehr hohe Sonneneinstrahlung haben. Es ist ein sehr anspruchsvolles Projekt, nicht nur, weil es unser erster Tower ist. Nach vielen Jahren Erfahrung im Ausland, wie so eine Architektur an anderen Orten funktioniert, ist das jetzt eine große Gelegenheit, in meinem eigenen Land so etwas zu bauen. Und vor allem für einen so großen Kunden. Das ist einfach fantastisch. In Singapur leben mehr als viermal so viele Menschen wie in Panama City. Etwa 5,4 Millionen sind es. Die allermeisten in Hochhäusern. Wie kann man die Wohnverhältnisse in Asien so verändern, dass die Lebensqualität erhalten bleibt oder sogar steigt? Spektakuläre Architektur alleine kann da nichts ausrichten. Wong Mung Sum und sein australischer Kollege Richard Hassel, die Gründer des Büros Woha, suchen gemeinsam nach alternativen Lösungen. Einfache, kompromisslose, umweltnahe Ansätze. Auffälligstes Markenzeichen ihrer Architektur? Konsequente Begrünung von Außenflächen, Durchbrüche, Begegnungsräume. Eine Schule, Bücherei, Theaterbühnen und Konzertsäle, alles unter einem Dach. Sandwich nennen sie es. Besonders klimagemäß, wie Shirin Taras erklärt. Die Gebäudekörper sind so ausformuliert, dass der Wind durch das Gebäude durchgeführt wird. Das heißt auch, obwohl jetzt draußen eigentlich so gut wie keine Windbewegung ist, kommt hier eine ordentliche Brise vorbei, sodass wir es schaffen, die Klassenräume beispielsweise komplett ohne Klimaanlage auszustatten. Die sind nur natürlich belüftet mit Deckenventilatoren und dann eben diesen Breezeways dazwischen, die den Wind einmal durchs ganze Gebäude durchschieben. Mit sehr einfachen baulichen Mitteln kann man erreichen, dass die Klimaanlagen ausgeschaltet werden können. Wie in diesem Wohntower, dem Molman Rise, ebenfalls entworfen von Wong Mun Sum und seinen Woha-Kollegen. Welcome to the apartment. Willkommen in meiner Wohnung. Let's come to the bay window. Lass uns zum sogenannten Monsunfenster gehen. Das ist das obere Schutzgitter. So können selbst kleinere Gegenstände nicht durchfallen. Das ist die Schiene zum Öffnen und Schließen der Belüftung. Darunter sind noch einmal solche Sicherheitsstäbe, dass auch größere Gegenstände nicht durch können. Auf diese Weise kommt kein Regen rein, stattdessen aber ein stetiger Luftstrom. Das ist also das Monsunfenster. Es erlaubt eine natürliche Belüftung. 24 Stunden am Tag, 365 Tage im Jahr. Und du musst nicht zum Fenster laufen, wenn es wieder einmal regnet. Man bekommt gerade hier oben eine schöne Brise. Wahrscheinlich sogar ein wenig trockener als weiter unten am Boden. Es gibt vielleicht ein paar Dinge, die wir jetzt verbessern würden. Eines davon ist die Akustik. Wenn man das Fenster nach unten öffnet, kommt auch Lärm mit hinein. Das würden wir versuchen zu vermeiden. Das ist sein großer Entwurf für die Stadt der Zukunft. Eine miteinander verbundene Hochhauswelt. Nicht mehr vereinzelte Monolithe dicht an dicht, sondern vor allem nachhaltiger Lebensraum. Wenn man eine hohe Verdichtung anstrebt, dann geht das fast nur in die Höhe. Wir glauben aber, dass es notwendig ist, nicht nur einfach mehr als doppelt so hoch zu bauen, sondern dass wir Zwischenebenen einplanen. Man kann hier gut erkennen, dass in diesem Entwurf sogar 200 bis 250 Stockwerke möglich sind. Und was sehr wichtig ist, in diesem Netz aus mehreren Hochhäusern bekommt man auch in der Höhe frische Luft und ausreichend natürliches Licht. Das ist wirklich sehr, sehr wichtig für das Leben in einer Stadt.
Die Städte werden weltweit in die Höhe wachsen. Die Kernfrage ist, wie baut man gleichzeitig effizient und grün? Der ökologisch orientierte Hochhausbau ist die Schlüsseltechnologie der Zukunft.